So, hey, jetzt. Wo sind wir? Wir sind in der Arena, das weißt du doch schon längst. Oh, hallo. Schön, dass wir du da bist. Würden gerne Ritter wählen. So. Erstmal eine Ecke verkriechen. Dann hätten wir uns vielleicht vorher noch waffen sollen. So, was haben wir da? Oh, da ist irgendwas Neues. Da ist eine Raufbold, den wir glatt verfehlen. Der gleich tot ist. Sehr gut. So, einer weniger. Oh, Feuerbälle. Du, da. Ah, wir verfehlen viel zu viel. Du. Bist du tot? Nein. Oh, Spinnen, Skelette. Gerogon ist ganz schön angeschlagen. Auf jeden Fall ein ganz schön harter Schnack hier. Du. Ha, stopp, falsch. Wunden heilen, Gerogon. Und Zauberer ausschalten. Sehr gut. Eine Reihe neue Heilung. Du bist ein Zauberer. Oder Druiden, ja. Du. Auf, komm. Weg, 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 weg. So, was haben wir noch? Ein Skelett und ein. Eine Wache. Aha. Okay, der Anfang war ziemlich chaotisch mit den ganzen fliegenden Feuerbällen und Blitzstrahlen, was weiß ich. Oh, da lebt ja noch was. Aber ist machbar. Ist gut machbar. Ganz ohne Tränke benutzen und ohne vorgewafft zu sein und so weiter. Und wir holen unser Gold ab. 1400. Sehr schön. Raus. Erstmal schlafen. Dann auch gleich neues Essen holen für 20 Tage und dann gucken wir weiter. 10, 20 Tage schlafen. Das haben die sich verdient. Dann Segen. Auge. Und überlegen, was wir mit dem Geld machen wollten. Fähigkeiten. Fallen hast du Experte. Luft kannst du nicht Experte werden. Bogen bist du schon. Reparieren Experte wäre noch ganz schick. Hier nix. Löwe. Ah, Handel Experte. Das wäre praktisch. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch keinen gesehen haben bisher. Ja. Könnten uns noch bessere Ausrüstung kaufen. Er hat zum Beispiel keinen Helm. Das ist doch ein wenig peinlich. Sie hat keinen Dolch. Bessere Bögen. Ja, die haben schon mal plus 4 zum Treffen und plus 4 Schaden. Okay, es fehlt nur einer. Also einen Präzisionsbogen hätten wir gerne. Rüstung aus Metallgewebe? Nein, das Adlerauge. Dich da. Hätten wir ganz gerne. Für 486. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wollte irgendwas mit dem Geld machen, das wir gerade erwirtschaftet haben. Ich bin mir ziemlich sicher, es war kein Bogen. Ein Zauberspruch vielleicht? Ja, ich glaube, es war ein Zauberspruch. Nur welcher? Feuer gibt es erstmal nichts. Luft gäbe es was, aber erst wenn sie 4 hätte, das wäre der Blitzstrahl. Außerdem haben wir noch keine Luftgilde gefunden. Gegengift vielleicht. Schutzvergift? Ja, Gegengift haben wir noch nicht. Aber ich glaube, der war teurer als 1000 Gold. Gucken wir mal kurz. Die Gilden waren hier vorne in die Ecke. Einen Stufenanstieg haben wir nicht? Nee. Wäre auch zu viel verlangt. Na, hier waren die Gilden. Da sind wir noch kein Mitglied, richtig? Richtig, das ist komisch. Spirituelle Pfeil, nein, nein. Heilende Hände. Heilt einen einzelnen Charakter um 3 bis 7 Trefferpunkte. 5 bis 9, 7 bis 11. Heldentum. Heldentum steigert den Schaden, den dein Charakter beim erfolgreichen Angriff anrichtet, um 5 Punkte plus 1 pro Fähigkeitspunkt.
Aha. Und auf Expertenrang trifft sogar die ganze Gruppe. Das wäre echt praktisch für die Bogenschützen. Und alle unsere Helden sind Bogenschützen, sobald sie keine Zauberpunkte mehr haben. Heldentum, Heldentum, Heldentum. Ja, das mit dreimal Heldentum sagt mir schon mal was. Dass ich es kaufen soll, aber da fehlt noch Gold. Reaktion. Steigert vorübergehend das Attribut Reaktion eines einzelnen Charakters um 10 Punkte. Und auf Meisterrang die ganze Gruppe. Bolzen haben wir. Wunden heilen haben wir gekauft. Nee. Hiervon war es schon mal nichts. Was seid ihr eigentlich? Hm. Oh, oh, oh. Du. Sing. Hexen töten. Baha-Fanatiker töten. Töten. Hier müsste irgendwo eine Plattform sein, um wieder rauszukommen, denke ich. Weil in der Burg waren zwei Plattformen. Wir laufen erstmal im Kreis. Damit wir nicht durchgehend beschossen werden. Und nehmen wir mal 1, 2 mit. So. Das sieht schon mal besser aus. Hü. Okay, du Segen dahin. Okay, das ist gar nicht so viel. Das sah am Anfang nur noch viel aus. Gut. Ja, die haben wir gleich alle. Dann gucken wir uns den Obelisken da an. Oh. Zauberpunkte sind aus. Und Kleriker ist an. Das ist kein so guter Grundzustand. Komm schon. Ich will jetzt nicht extra nochmal schlafen müssen, nur wegen den paar Leutchen da. Aber es sieht fast danach aus. Na? Gleich daneben geschossen. Aha. Oh, das ist ein roter. Der noch keinen Schaden hat. Das ist noch ein roter. Oh. Nicht gut. Du. Heiltrank und springen wir da drauf. Oh, da kommt noch mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wir verlümmeln uns mal hier in den Thronsaal. Nein, hinter den Thronsaal. Ruhen uns ein wenig aus. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Vorher sollten wir vielleicht noch aus den Brunnen trinken. Die gaben ja auch temporär etwas. Genau. 10 Geschick. Und 10 Reaktionen. Die Plattform, ne? Ihr kriegt auch schon mal Segen. Für später, wenn die Zauberpunkte alle sind. Du Segen da. Wo kommt ihr alle her? Ihr seid neu. Es war hier eben schon fast leer. Dann sind die einfach aus der Luft runtergesprungen. Noch einer. Hast du zwei. Das ist schon wieder neu. Das ist eine sehr interessante Ecke hier. Aber hey, Geld ist Geld, Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Dass die Zauberpunkte schon wieder alle sind, ja nicht so schön, aber. Oben verkriecht sich einer. Hops. Komm. Krabbel.
Hm? Ja, zwei Au, Fallschaden. Fallschaden war nicht so eine gute Idee. So, du müsstest der Letzte, Vorletzte sein. Du bist der Letzte gewesen. Okay, du sammel jetzt bitte alles auf, weil du hast am meisten Glück. Wir sind jetzt schon bei 1800, dafür können wir uns den Heldentumzauber kaufen. Oh, und es ist wieder neu da. Also ich denke mal, wenn wir trainieren wollen... Was machst du? Heilung, sehr gut. Wenn wir trainieren wollen, gehen wir einfach hier hin und töten und töten und töten. Und der Brunnen ist da irre praktisch. Also wir können uns hier hinstellen, nur mit Pfeil und Bogen rumschießen. Den neuen auftauchenden Gegner hier müssten wir mit Pfeil und Bogen ja allein schaffen. Und dann hochheilen mit dem Brunnen und dann weiterschießen. Wobei ich langsam bezweifle, dass da immer wieder neue kommen. Testen einfach mal. Wenn jetzt wieder neue kommen, dann lasse ich die in Ruhe. Weil irgendwann haben wir erstmal genug. Ich würde ja viel lieber einen Dungeon angehen, als hier draußen durchgehen, dieselben Gegner zu töten. So. Neue Gegner? Neue Gegner. Also, genug gespielt. Raus hier. So, 2000 Gold. Wir hätten jetzt gerne den Helden zum Zauber. Spirituelle Magie. Also nicht wirklich für jetzt, sondern für sobald sie spirituell Experte ist. Weil jetzt das auf jeden Charakter einzeln zu zaubern, ist doch schon ein bisschen lästig. Und sie könnte spirituell Experte werden. Ha! Es fehlt nur das Gold. Ich habe ein Déjà-vu. Wir könnten in die Arena gehen und ein bisschen Gold machen. Nee, komm. Tempel von Bar. Das war unser eigentliches Ziel. Wir wollten unsere Stadt ein bisschen ausrüsten, wir wollten Essen holen, dann wollten wir da wieder versuchen weiterzukommen. Und das sollten wir auch machen. Denn wir haben ja schließlich einen Auftrag wieder. Gegengifte haben wir. Krankheit heilen können wir nicht, aber in dem Tempel scheint auch nichts zu sein, das uns krank machen kann. Das waren ja primär diese etwas anderen Anhänger von Var. Die eher wie Priester aussahen, als wie diese Fanatiker hier. Und die haben eigentlich nur Schadenzauber gesprochen. Ja, also schlafen. Waffen. Und rein da. Jo, fleischfressende Pflanzen werden ignoriert. Segen dahin. Also wir wissen, im Osten ist dieser große Raum und waren die Priester und alles. Deswegen gucke ich jetzt erstmal hier hin. Weil die Priester waren doch schon ein bisschen gastig. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Du Segen dahin. So, da sehe ich Spinnen. Spinnen sind unsere Kragenweite. Genau so. Und bleiben einfach stehen und schießen alles zu Klumpen. Au. Na komm. Kein Gift, kein Gift, kein... Oh. Okay, vielleicht sollten wir doch ein bisschen zaubern zwischendurch. So, du Lay. Wir brauchen noch einmal Segen. Oh, wo kommst du denn her? Ja, braun auf braun ist keine gute Mischung. Warte mal, du. Angriff plus 18, Schuss plus 18. Also plus 18 und 9 bis 14. Da. Plus 25, 9 bis 14. Das heißt, das kriegen jetzt auch nochmal alle. Und dann machen wir das Ganze klein, einfach mit Pfeil und Bogen. Kaputt. Haben wir den Bogen eigentlich verteilt? Den Bogen haben wir gar nicht erst gekauft, aber was? Oh, komm, der Bogen her. Also von den ganzen Ex-Menschen und Bar-Anhängern. Du, Präzision auf sie. Ah, ganz schön viele rote Punkte.